Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Helsich. Wir sind stehen geblieben, als wir durch den Tunnel zum St. Mary Hospital zu den Fireflies wollten. Und do dabei sind wir hier gelandet. Und hier geht der Pilz ab. Deswegen... Ah ne, okay, da können wir nichts mehr großartig flattern. Aber den Ende Kerl, den kennen wir wenigstens noch heimlich erledigen. Ach, wenn er noch so sehr jammert, deswegen. Können wir den Pfeil ziehen? Jawohl. Oh, nee. Okay. Das machen wir nicht. Wir machen den Runner da hinten noch alle. Der bleibt zum Glück nur stehen. Dann können wir das auch erfolgreich machen. Dann geht die Sache. Jetzt sind nur noch Bloater und Klicker übrig. Und wir wollen ja eigentlich da drüber über die Trucks klettern. Und ich weiß nicht, wie man das bei allem besten Wille friedlich und gut hinkriegen will. Deswegen, wir suchen jetzt Konfliktpotenzial. Und gehen zum Angriff über. Gehen wir aber vorher nochmal auf den Truck hoch. Weil da gibt's noch Bombeverbesserungsteil. Wir haben gerade Trophäe erhalten. Alles im Griff. Ich glaube, da geht es nur darum, dass man alle Trainingsbücher eingesammelt hat. Aha, das ist mal ein interessanter Tipp. Ja, das war jetzt mal ganz interessant. Also wir haben jetzt eine Trophäe verdient und alles, was ich euch in dem Let's Play bisher so gezeigt habe, bezüglich der Trainingsbücher, war anscheinend richtig. Wenn er es so macht wie ich, dann könnte er die Trophäe gewinnen. Auch wenn das er jetzt vielleicht nicht sehen. Aber ich mache jetzt mal was anderes. Ich sammle die. Und jetzt ist Zündelzeit. Das ist jetzt meiner Meinung nach, glaube ich, so die beste Methode, die man da machen kann. Das erledigt immerhin schon mal die Klicker. Und die Bloater kann ich auch schon mal ordentlich angreifen. Und die wissen auch so nicht, was Sache ist, wo ich bin. Und sind nach wie vor einfach nur wütend und desorientiert. Und stecken sich... Aha. Der hat jetzt gedacht, sein eigener Kumpel wäre vielleicht derjenige, der ihn angegriffen hat. Und bleibt übrig. Der stolpert jetzt rum und hat keine Ahnung, was abgeht. Und ich setze ihn jetzt von hier den Gnadestoß. Uah. Das war zu weit weg. Eieieiei. Ja, ich hätte vielleicht die Reichweite erhöhen sollen, dann wäre das besser geworden. Sie sind tot. Ich glaube, das waren alle. Ich glaube, das stimmt. Gut, dann basteln wir noch zwei Mollys. Und dann können wir auch, nachdem wir jetzt hier das Ei gesackt haben, können wir hier nochmal holen, was geht. So. Ich hätte zwar auch gern Nachelbombe eingesetzt, aber mir waren in dem Fall einfach Mollys persönlich wichtiger, muss ich sagen, weil ich finde es einfach noch sehr viel logischer, wenn man nur Molotow-Cocktails verwendet, weil mit Nachelbombe, ja, schön, man zerreißt sie, man kann sie töten, aber ich finde es in dem Fall wichtiger, gerade wenn du so Bloater sind, die das Potenzial zur unglaublich hässliche Verbreitung vom Cordyceps haben, finde ich das persönlich logischer, dass man die Art zündet, damit man auch das Infektionspotenzial von einem Bloater eliminiert. Und dort dampft er jetzt auch vor sich hier. Obwohl er Flammenwerfer-Munition parat gehabt hätte, können wir sie leider nicht aufnehmen. Aber die 6 Schrotflinte-Munition von dem Bloater, die nehmen wir liebend gern. Ja, da müssen wir jetzt auch irgendwie schleichen. Und können okay. Hier kriegst du die Kiste darunter? Hoch hier. Weil ich weiß nicht, wie man das machen will, wenn noch die Bloater am Leben sind. Deswegen mache ich das lieber immer so. Ich weiß, die können ihn wahrscheinlich mit dem Gespräch oder mit dem Satzungsjoel nicht hören. Aber trotzdem finde ich das unlogisch. Okay. Weil wenn man was sagt, dann müssten die Infizierten ja eigentlich darauf reagieren. Und spätestens bei dem Geräusch müssten sie mir auf der Hacke sein. Deswegen finde ich das so, wie ich es gemacht habe, einfach nur logischer. Man muss es zwar nicht machen, wie gesagt, wenn ihr selber spielt, ihr müsst es nicht so machen, wie ich das gemacht habe. Aber ich finde es einfach nur logischer so. Gut, dann gehen wir mal dort hier und klettern da über das Teil rüber. Dann springen wir mal ganz heroisch und haben es gerade noch irgendwie so gepackt. Pass auf hier, das
Das Wasser scheint tief zu sein. Hey, das machen wir, wenn es vorbei ist. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. Ja, und während die Ellie da leichtfüßig drüber tänzelt, ist der Joel mal wieder so ein richtiger plumper Rülps, der da nicht richtig rüberkommt und halber verreckt beim Rüberspringer. An den ich muss, Sarah. Wir tauchen hier durch. Und die Ellie kann da auf der anderen Seite auf uns warten. Und hoch geht's. Ich bin jetzt drüben. Oh, okay, dann lass ich die Leder runter. Keine Angst. Hol ich mal die Leder hier. Und bring sie zu der Clay, damit die auch rüber kann. Schnauft aber auch ganz schäto. Bummt wie ein Maikäfer, der Kerl. Und ein bisschen Ledertrager. Gehen wir dort rüber. Aber vorher machen wir noch was. Und zwar. Okay, bleib einfach am Rand. Dort ist flacher. So, Controller nochmal geschüttelt, war Batterie zu wechseln. Und da haben wir noch einen. Katalyse. Oh, es ist eisig. Oh, verschreckt mich doch nicht so, Mädel. Dann dreh was mal um. Das Geräusch hat mich eben auch verschreckt. Ja, Buch 13. Mhm. Ah jo, war wieder recht spannend, denke ich. Aber für die muss es schon ein Scheiß sein, wenn man da auch so Ablenkung hat. Und ihr gefällt es ja auch, wenn man es in Pittsburgh auch gehört hat. Wo sie da öfters mal zitiert hat. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Da kommen wir mal wieder nicht durch. Und noch eine versperrte Tür. Dann wechsle ich hier mal die Waffe. Einfach nur so. Es wird auch nichts passieren, was schrecklich oder furchtbar ist oder so. Nö, ich will einfach nur so die Waffe wechseln. Dann gehen wir mal da hoch. Okay. Beziehungsweise lassen die Ellie hoch. Hier mit dem Fuß. Okay. Dort drin sind wir ja auch schon Weltmeister. Na komm. Also wenn ihr zusammenspielt, hat sich erheblich verbessert, wenn ich nur noch an Lincoln denke. Wie sie da noch miteinander umgegangen sind. Wie gesagt, ich wollte einfach nur so die Waffe wechseln. Wobei sich nur saubere Schüsse eigentlich eher angeboten hätten, weil die Shorty streut ja so, dass die wahrscheinlich auch was abkriegt hat. Aber gibt ja kein Friendly Fire hier. Von daher haben wir nochmal Glück gehabt. Wunderbar, dann gucken wir uns nochmal hier an, was es gibt. Und da die ganze gute Sache weg. Und gehen da an die Werkbank erstmal noch nicht dran. Runter. Gleich. Nicht so hastig, Mädel. Gehen wir erstmal hier durch die Messer, dir. Okay. Dann basteln wir unser neues Messer. Gerade in deiner schwierigen Modi habt ihr das später unglaublich schwierig, weil dort sind Stückzahlen, was Messer angeht, sehr limitiert. Das heißt, ihr könnt nur. War der da angekettet? Ah jo, der war angekettet. Nett. Ja, also dort sind die Stückzahlen sehr limitiert, weil wir auch nur sehr wenig Zeug finden. Das heißt, ihr könnt euch nur ganz wenig Messer machen. Und da müsst ihr dann ganz genau entscheiden, wollen ihr das Messer nutzen, um Klicker niederzumachen oder wollen ihr das nutzen, um Türe zu öffnen. Und nicht jetzt darum, Türe zu öffnen, ist es sehr viel praktischer, gerade beim ersten Durchlauf. Ihr könnt es natürlich dann nochmal, könnte ich beim leichten Modus auch machen, das ist dann leicht plus. Das heißt, ich mache das nochmal durch, aber mit derselben Waffeverbesserungen und mit derselben Pille-Einnahme-Verbesserungen, die ich jetzt hier in dem ersten Durchlauf gehabt habe. So kann ich dann nämlich mal Waffe allesamt auf Ultimo machen. Also wenn ihr auf Trophäe aus seid, dann müsst ihr das zweimal auf demselben Modus durchspielen, damit ihr das dann alle habt. Dann gut. Die Arbeit. Und wie gesagt, da sind euer Stückzahlen sehr begrenzt. Und deswegen müsst ihr da entscheiden, was für Messertüre ihr dann öffnen wollt. Deswegen zeige ich euch ja auch hier schon mal alles. Dann könnt ihr so schon mal entscheiden, was für Messertüre sich hier lohnen und welche eher nur Verstecke mit Kleinigkeiten sind. Das wäre jetzt zum Beispiel einfach nur Versteck mit Kleinigkeiten. Das könnt man auslassen. Ja, was muss man da noch verbessern hier? Du könnt mal auf Panzerbrechen gehen, aber das haben wir hier schon mal bei anderen Waffen. Deswegen, die Sache, wir halten ein Bilzer-Heiligtum in Ehre. Und könnten mit 80 Dele könnte man die Reichweite erhöhen. Magazinkapazität ist jetzt nicht so das Wichtigste, finde ich. Da fehlen uns leider 10 Stück dafür.
Da könnten wir bei der Shorty, beim bucklige Verwandte, da könnten wir das Nachladetempo steigern auf Maximum. Dann sind wir wieder bei Null. So geht es doch. Und haben wieder zwei Waffe verbessert. Wie die Ellie schon gesagt hat, Koprunner. Na, guck mal hier in das nächste Gebiet, wo jetzt ein Rätsel auf uns wart. Da ist es! Ah ja. Da ist es, wie sie schon auf Pelzig fast schon gesagt hat, ne? Ja, jetzt kommen wir zum Rätsel. Wie schaffen wir es, da hinzukommen? Erstmal die Mädel aus dem Weg stumpen. Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Ah, jo. Und hier kommen wir nicht weiter. Da können wir auch nicht hochkraxeln. Das heißt, wir müssen mal wieder tauchen hier. Die Ellie beschäftigt sich doch schon wieder selber, das ist kein Thema. Die kann jo Fingerfertigkeiten üben, die kann jo wieder lernen, wie man pfeift und so weiter und so fort. Die findet schon irgendwas wieder. Das Mädel beschäftigt sich ja sowieso immer sehr gut alle, finde ich. Ja, doch beim Kadaver hochgetaucht. Und dann kommen wir hier in den Bereich. Könnte man so Nebomorei schielen, was es da Schönes gibt. Aber da gibt's nichts. So räumt darf's ja Armo geben. Dann gehen wir da hoch. Und müssen ab da schleichend wieder weitergehen. Können wir hier durch den Schacht oder über den Schacht durch den leeren Raum und können uns da, indem wir einfach nur weiter drücken, an den Rohre vorbeiquetschen. Also einfach nur weiter mit dem Cursor, da müssen wir keine Angst haben, da läuft da recht von sich aus dann hier. Da haben wir hier wieder unser patentierte Palette. Ja, super! Und die Ellie lobt uns da schon mal dafür. Ich finde es immer so zufällig, dass da Palette rumschwimmt, also Hut ab, die Hens echt ruf, war nicht Schwimmer, die Palette immer richtig zu platzieren. Ist ab und zu wirklich etwas unlogisch. Ich finde, da hätte man sich auch andere Sachen teilweise überlegen können. Das ist aber so einer von den ganz wenigen Negativpunkte an dem Spiel, die ich dort zu finden habe. Und das ist ja an sich nur so eine Art Logikfehler. Okay. Beziehungsweise es kommt einem dann doch spanisch vor, wenn überall, wo es nur ans Schwimmen geht, Palette sind. Ich finde, das könnte man teilweise auch anders regeln. Aber das macht ja nichts. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir das machen müssen. Geh mal ins Dorf rüber, damit die Klette hin kann. Und dort geht's wieder hoch. Dann kann die uns hier die Leder runter. Und ich zeige euch auch mal, wie das geht, ohne dass man großartig Weg doppelt und dreifach rennen muss, weil ansonsten könnte man versuchen, gerade den ganzen Weg nochmal zurückzuschwimmen, aber das ist nicht notwendig. Vorsicht! Dann gehen wir hier hoch. Oh. Aber wir sind zu fett. Was ist passiert? Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Dann machen wir das mal. Wie gesagt, am Anfang war ich so ein Held, da habe ich die Leder hier platziert und habe gedacht, ah ja, da komme ich ja sowieso von oben nicht dran und wieder einen ganzen dappischen Weg nochmal zurückschwimmen. Aber man macht sich das Leben so viel einfacher, wenn man hier einfach nur das Ding nimmt, also da hochklettert, es von oben nimmt, dasselbe Spiel von da unten macht und dann das Teil da drüber bei der Ellie als Brücke verwendet, wo es auch schon so meditativ auf uns wart. Ja, dann springen wir doch da wieder runter. Schnappen uns das Ding so und machen eine Brücke mit. So einfach geht das. Okay, gute Idee. Jo. Wunderbar, jetzt noch ganz vorsichtig da drüber. Und dann kommen wir zum letzten Deal hier. Aber ich jetzt sage, ach, wenn das jetzt nur ein kurzer Deal-Woche ist, mache ich an der Stelle einfach mal einen Cut, damit es bei der nächsten Deal auch wirklich alles in allem geht. Ich mag das ungern zu unterbrechen bei sowas und mag sowas lieber an einem Stück haben, auch wenn das dann jetzt nur ein paar Minuten sind. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach.